Servusle. Kleines Kurzvideo, weil mich sehr viele Leute vor euch gefragt haben, Jupp, wo hast du diese Teile her? Ja, ich verlinke sie euch, wo sie sind, unten in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt schauen wir mal, was die Ladies da jetzt mit dem Teig gemacht haben. Ja. Übrigens, ja, ich laufe nicht normal so rum. Ich war heute, habe meine Tochter Kommunion. Nee, Firmung, Entschuldigung, Firmung. Und ja. So, dann schauen wir gleich mal rein, machen wir nicht lange rum. Das ist übrigens alles von demselben Herrn, was ihr hier seht. Also das, die ganze Beute, der Deckel, das ist der Klimadeckel. Oh, schön, was die Ladies da machen. Wirklich schön. Ja, da seht ihr, der Vorteil ist wirklich an dem Teil, der hält halt die Folie schön hoch. Somit kann das nicht zusammenbrechen und die können das richtig schön rausholen. Ich finde das Ding eigentlich sehr, sehr genial. Ja. Funktioniert super. Da baue ich schnell wieder zusammen. So. Ja, da muss ich nur die Sägespäne reinmachen. Weil ich bin jetzt eigentlich schon in den Vorbereitungen für den Winter. Ja. Beziehungsweise die Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Morgen muss ich noch das Zertantvolk durchschauen. Ja. Das Zertantvolk werde ich nur noch ein einziges Mal checken dieses Jahr. Einfach nur vom Futter, nachdem sie jetzt den Teig, aber erst wenn der Teig weg ist. Wie gesagt, ich habe das schon mal vorgestellt, die hier. Ihr braucht es nur mit der zackigen Seite. Ja. Geht es auf den Beutel, dreht es, dann schneidet ihr im Prinzip ein schönes rundes Loch raus. Und danach mit dem hier reinstecken und dann kommt so rum auf die Völker. Ja. Ich finde das Ding super. Nutze ich, seitdem ich das Teil habe, eigentlich nur noch zum Füttern für alle, ja, wenn ich Teig fütter. Ich weiß ja nicht, ob es gewünscht ist, ob ich euch vielleicht, ich habe es ja schon oft gezeigt, ob ich es euch nochmal zeigen soll, wie ich im Prinzip mein Futter, mein Zuckerwasser selbst anrühre. Ich persönlich finde, das ist nichts Besonderes, aber wenn ihr es wünscht, dann in die Kommentare damit. Da zeige ich euch das gerne mal, wie ich das mache. Geht nämlich eigentlich easy peasy. Ich mache dieses Jahr insgesamt, brauche ich ja fast eine Tonne Zucker. Nicht Zucker, sondern Futter. An Futter. Und ich persönlich finde es nicht dramatisch, das selbst anzumachen. Im Gegenteil, ist wirklich keine Dramatik. Ja. Und der Grund, warum ich mit nicht mit Sirup füttere, sondern mit Zucker, habe ich auch schon, glaube ich, in hunderten Videos erklärt, wieso ich das so mache. Wenn es aber gewünscht ist, auch in die Kommentare, dann zeige ich euch das natürlich auch. Also dann werde ich da einmal nochmal genau drauf eingehen. Genauso als Frage, soll ich euch wie letztes Jahr auch die Varroa-Behandlung zeigen, wie ich das mache, also mit dem Nassenheider Professional. Ja, leider gibt es ja das Modell, was ich eigentlich hauptsächlich verwende, gibt es nicht mehr zu kaufen. Ich habe den zwar immer noch, aber genauso, also ich habe ihn für mich noch, für ein paar Völker leider nicht mehr. Jetzt muss ich auf die neuere Version drauf zugreifen und ja, bin ich nicht so ganz begeistert davon. Wenn das auch jemanden interessiert, beziehungsweise wenn ihr es ganz detailliert haben wollt, dann auch in die Kommentare. Ja. Ihr seht es, viele Fragen, alles Mögliche drum und dran. Ich will einfach mal wieder ein bisschen wissen, was interessiert euch da draußen so? Wo brennt der Schuh? Also wo, in welche Richtung müssen wir ein bisschen näher drauf eingehen oder wo kann ich anderen unter Umständen helfen. Ja, ihr wisst es, ich bin kein Schulungskanal, wie das manche hier verwechseln auf YouTube. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich mache es, weil ich es kann. Ganz einfach. So, das war es eigentlich wieder von dem kleinen Kurzvideo. Ganz viele Fragen für euch. Ich habe euch das Ding gezeigt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie das Ding heißt. Teigfutterhilfe oder irgendwie sowas. Ja.
Ich muss jetzt runter, muss mich umziehen und dann schaue ich vielleicht noch das Dadant-Volk an. Ich will ja die alten Waben raushaben. Es kursieren zurzeit sehr viele, ich weiß nicht, wo die Leute ihre Meinungen hernehmen, dass man jetzt um die Zeit die Völker nicht mehr öffnet. Ich weiß nicht, wo die so herkommen. Normalerweise, also im Normalfall läuft bei mir hier die Imker-Saison noch im vollen Gange. Wir haben noch Schwarmtrieb in der Regel. Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Dieses Jahr ist es sehr gemütlich jetzt schon. Ja. Also das ganze Jahr war schon sehr, sehr gemütlich. Aber normalerweise läuft hier noch Hochbetrieb. Ja, da kommt hier noch Tracht ohne Ende rein. Da werden die Völker noch geschleudert. Also bei weitem nicht normalerweise. Puh, da bin ich irgendwann Anfang August, wo ich so weit bin, wie ich es jetzt bin. Ja, beziehungsweise fast schon, ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Mitte August. Mitte August sollte ich normal so weit sein, wie ich jetzt schon bin. Bei den meisten findet ja jetzt zu dem Thema, weil es immer heißt, die Völker, den Bienen, den Organismus, man soll keine frischen Mittelwände mehr geben und. Mal so Frage, Kunstschwärme, totale Brutentnahme, ob jetzt die Brut vernichtet wird oder nicht, steht auf einem anderen Platz, aber totale Brutentnahme oder Flugling, Brutling, da tauscht er doch auch die Waben. Ja. Die Bienen sitzen bei mir noch lange nicht im Wintersitz. Sie fliegen ja noch, sie finden zwar nicht wirklich was, was noch viel wichtiger jetzt ist, Tipp des Monats würde ich sagen, wenn es euch so geht wie bei mir, mit so extremer Trachtlücke, extremer Trachtpause, ihr müsst noch nicht auffüttern, dass die überwinterungsfähig sind. Ja. Es ist viel, viel wichtiger, dass die Ladies ab und zu einen Futterstrom kriegen, also beziehungsweise immer so einen leichten Futterstrom kriegen, nicht, dass sie Mords einlagern, sondern einfach, dass sie bei Laune gehalten werden, weil sonst gehen die einfach aus der Brut. Ja. Die gehen einfach aus der Brut und das ist jetzt wieder sowas, wo man jetzt sagen könnte, Vor- oder Nachteil an rassetechnisch oder keine Ahnung, wie ihr das schimpfen wollt. Für mich sind alles einfach Bienen. Kanika zum Beispiel, Kanika tendieren da sehr stark, dass sie aus der Brut gehen. Ja. Circa 14 Tage Trachtlücke, dann legt die Chefin wahrscheinlich kein einziges Ei mehr. Ja. Bei Buckfast sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei dem Buckfast, ihr wisst, ich achte sehr auf meine Völker, da, die machen das auch. Aber erst, mir ist so aufgefallen, so nach 4 Wochen. Also wenn da 4 Wochen gar nichts kommt, dann gehen die auch aus der Brut. Hat jetzt beides Vor- und Nachteile natürlich. Hat man jetzt so ein die Kanika, die gehen ja früher aus der Brut, somit schonen die im Prinzip die Futterlager, die Futterreserven werden geschont. Vorteil ist, wie gesagt, das Futter. Es wird das Futter ein bisschen geschont. Nachteil ist natürlich, da wir ja im Winter, wir wollen ja fitte, junge Bienen. Ja. Als wenn nicht viel nachkommt, schwierig. Man kann das Ganze aber auch zu seinem Vorteil nutzen. Für mich ist es jetzt hier ein bisschen blöd, weil es zu warm ist. Hat man aber jetzt diese Situation, dass die Völker durch die extreme Trachtlücke richtig fett aus der Brut gegangen sind, also einfach nicht mehr stiften, dann würde ich so als Tipp geben, nutzt es gleich für die Varroa-Behandlung. Ja? Wo nicht viel Brut ist, kann man nicht viel Brut schädigen. Hört sich blöd an, aber ist nun mal so. Bei einem Buckfast sieht es in der Regel ein bisschen anders aus, also so Richtung Buckfast, also alles, was so Richtung Buckfast tendiert. Die haben nicht das Problem wegen der Brut in der Regel, die bleiben Vollgas im Brut. Somit haben die Völker tendenziell, also ist ja auch nicht immer so, einfach stärker, die sind einfach ein bisschen kräftiger beieinander, verbrauchen aber dann in der Regel auch Unmengen an Futter, wirklich Unmengen. Ich habe ein gutes Vergleichsvölker. Ich habe hier unten, das hier ist eine Kanika, wo da unten auf der Waage steht, und ich habe die Buckfast auf der Waage. Die ersten 14 Tage waren die vom Futterverbrauch relativ gleich. Und dann hat man es gemerkt, so ab der 3. Woche, die Buckfast bleiben gleich vom Futterverbrauch, also jeden Tag 400-500 Gramm weniger. Und von der Kanika, da merkt man,
Auf einmal waren es nur noch 400, dann nur noch 300, nur noch 200 und jetzt im Moment sind wir auf 120 Gramm, wo sie täglich verbrauchen. Ich habe das Volk natürlich auch durchgeschaut. Ich wollte erstens mal, es ist schön, wenn ich es auf der Waage sehe, aber ich wollte halt einfach ein bisschen Kontrolle. Ich wollte es auch wirklich wissen, was ist da wirklich los. Ich wollte es natürlich wissen und habe dann das Volk da hier, genau das hier, gecheckt. Und siehe da, die tatsächliche Brut war vielleicht noch so groß. Es waren ganz, ganz wenige Stifte vorhanden. Also insgesamt würde ich das Brutnest schätzen auf, wenn ein Rämchen Zander hinten und vorn komplett bestiftet wäre. Der Rest war leer, also wirklich leer. Das waren Futtergrenze da, es waren Pollen da, Pollen sogar sehr viele, aber so gut wie keine Brut. Und da haben viele Leute dann die Panik. Meine Königin legt nicht mehr richtig und. Ihr müsst immer im Ganzen sehen, ist wirklich, seid ihr in der Situation wie ich gerade, und das glaube ich sind sehr viele, dass einfach keine Tracht kommt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass sie einfach aus der Brut geht, ja, und stiftet nicht weiter. Jetzt haben sie oben ja von mir Futter bekommen. Das Volk habe ich nur abgeschleudert, das war das Letzte, das habe ich ja vergessen gehabt. Haben sie jetzt Futter bekommen und ich vermute mal ganz stark, also wirklich ganz stark, dass spätestens die Chefin, also es dauert so 3-4 Tage, wenn man so ein bisschen füttert, wo die dann wieder in Eilage geht. Ich laufe wieder rum. Puh. Jetzt stellt sich wahrscheinlich für viele von euch die Frage, wie füttern? Wie gesagt, 2:1 heißt für mich, also eine gesättigte Zuckerlösung oder 2:1, zwei Teile Zucker, ein Teil Wasser heißt für mich, gib ihm einlagern. Also das heißt wirklich, ich will, dass die einen Vorrat, einen guten Vorrat anlegen und das sehr schnell. Ja, das ist so, das, wenn ich 2:1 fütter. Will ich aber jetzt im Prinzip, dass der Futterstrom beibehalten wird, dann fütter ich 1:1. Die Ladies sind im Prinzip beschäftigt. Ja. Die Königin bleibt Vollgas im Brut. Der Bautrieb bleibt in der Regel erhalten. Und das kann man so durchziehen. Aber, das wird oft unterschätzt, wenn ihr euren Völkern dann das permanent so durchzieht mit 1:1. 1:1 hat einen wesentlich schlechteren Gehalt, also was heißt wesentlich, ist um einiges schlechter wie Nektar. Ja? Also die Bienen müssen eigentlich mehr arbeiten dafür. Die müssen mehr arbeiten, dass sie das Gleiche rausbekommen. Aus dem Grund, ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr 1:1 füttert, dass ihr die Bienen ganz schön, die müssen ganz schön ran. Für die Winterbienen ist das zum Beispiel gar nichts. Ich höre ja jetzt, das heißt, oh, jetzt kommt die große Winterbienenbrutanlegung. Kann so sein. Bei mir hier definitiv nicht. Bei mir kommen noch Drohnen nach. Bei mir kommen noch wirklich viel, viel nach. Ich würde sagen, bei uns geht das los so in 14 Tagen, würde ich sagen. Also wir sind kurz davor. So in 14 Tagen, das sind so die ersten Winterbienenbrut. Wo ich aber so laut meiner Erfahrung keinerlei Probleme habe, weil normalerweise, wie wir wissen, bin ich normal im Ende September so weit, dass ich die letzte Varroa-Behandlung habe und das letzte aufgefüttert. Ende September. Und dann schaut mal auf euren Kalender. Normalerweise fütter ich erst so richtig ein im September. Ja? 1. September ist traditionell. Also meistens so um den 1. September heißt es abschleudern, normalerweise bei mir. Dann kriegen die 5 Kilo Sirup. Dann kommt eine Woche später die Varroa-Behandlung, der Nassenheider. Dauert ja wieder eine Woche bis 8 Tage, bis es verdunstet ist. Direkt sobald es verdunstet ist und der durch ist, kriegen sie wieder 5 Kilo Sirup
Und wenn das wiederum verarbeitet ist, also das ist ja auch nach einem Tag schon leer, die Schüssel, aber wieder eine Woche drauf, kommt die nächste Varroa-Behandlung, die zweite. Und dann bin ich logischerweise Ende September. Und dann kriegen sie von mir den Rest an Futter, was ihnen fehlt. Ja? Alles andere mache ich davor schon so langsam oder gemütlich. Oder normalerweise in der Regel, das, was sie halt noch so finden, das dürfen sie noch benutzen. Aber mir ist ganz wichtig, dass der Zucker über den Winter, dass sie auch den Sirup überwintern im Prinzip, weil ich einfach so starke Probleme habe mit dem Waldhonig sonst. Das bekommt ihnen gar nicht gut. Ja. Nosema und. Ja, es ist einfach, ich will ja gesunde Bienen haben. Ich will schauen, so wenig Krankheiten wie möglich und. Und bis jetzt habe ich es sehr, sehr gut unter Kontrolle. So, jetzt ist doch kein Kurzvideo. Ja, ich kann nicht anders. Also, es waren jetzt viele Fragen von meiner Seite, aber ich denke auch ganz viele Instant-Antworten meiner Seite. Wenn euch das so gefällt, sowas, dann lasst einen Daumen da, schreibt es in die Kommentare, ob ich öfters mal so einmal mal so ein kleines Videolein machen soll, wo es einmal mal so ein bisschen um Faktencheck geht, so ein bisschen einfach reden. Ja. Abo dürft ihr natürlich auch da lassen, wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt. Kostet auch nichts. Ich muss jetzt umziehen, weil in Jeans und Schuhe, ich habe festes Schuhwerk an, ist nicht so mein Lifestyle, beziehungsweise Lifestyle vielleicht schon, aber es ist viel zu warm. Es ist viel, viel, viel zu warm. Dann würde ich sagen, Mama, Feierabend für heute. Die Ladies, die sind sehr flugfaul. Ist klar, kommt nichts rein. Wir sehen uns. Ciao. Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal.